Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind inzwischen im Winter angekommen, haben aber schon eine Woche des Winters fertig, sind jetzt erstmal fleißig. Hallihallo, Sira. So, dein erstes Jahr im Sternentautal ist schon fast vorbei. Wenn du weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann auch alles. Schönen Tag noch. Tschüss. Oh, weißt du? Du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Pierre's Saatgut ist von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Also, ich habe jetzt hier in diesem Let's Play zumindest noch nie vom Joja-Markt gekauft. Hallo Sira, morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so den Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und einen Wettbewerb im Eisfischen geben. Komm zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Louis. Und natürlich machen wir vorbei. Natürlich kommen wir vorbei und machen mit, ist klar. Warum sollten wir nicht mitmachen? Es gibt schließlich wieder schöne Preise. Unter anderem auch einen Anglerhut. Oh. Ja gut. Machen wir es halt mal so. Ach komm, jetzt stell dich doch mal richtig hin, Mann. Meine Güte. So, jetzt haben wir zwar etwas mehr Energie verprasst, aber was soll's. Hallo, meine Süßen. So, dann machen wir jetzt einmal eine Entenmayo. Hier gibt es auch wieder neue. Ah, oh, nice. Wow, cool. War das. Drei Stück habe ich gekriegt. Ach, das heben wir heute mal allesamt auf. Ah ja, genau, ich wollte die Holzkohle machen. Damit ich. So, was brauche ich sonst noch? Eisen. Drei Eisenbarren. Naja, gut, da muss ich erstmal die Eisenbarren schmelzen. Also ein Eisenbarren pro Ding, ne? Ja. Lalala. Lalala. Was brauche ich denn noch für ein Kohleding? Ach, ein Goldbarren, da habe ich doch auch noch welche. Kommt, da scheiße ich jetzt drauf. Aufgewertet habe ich eh gerade was. Und das kostet mir jetzt eh zu viel Geld. So.
Und da kriege ich direkt ein bisschen mehr. Ah, sind sogar direkt 8. Guck mal. Und schon wieder kommt ein Zug. Interessiert mich nicht. Ach ja, genau. Ich wollte ja hier. Ach komm, wir reiten mal hoch. Vielleicht erwischen wir den Zug ja noch. Aber ich glaube, bis wir ankommen, kommt wieder nur so ein Död und dann und mehr hören wir wieder nicht. Oh, guck mal, 2, 3. Hui. Oh, guck, der Zug ist sogar noch da. Oh, der transportiert Geschenke. Jede Menge Geschenke, guck mal. Der kommt bestimmt vom Nordpol oder so. Schöner Zug. Und wenn das zum Beispiel ein normaler Zug ist, der Kohle und Eisen transportiert und dann lässt er schon mal ein Kohlebrocken fallen oder mal ein Eisennugget. Aber so hier. Und das Schöne ist, wenn man dran schlägt, boing, kriegt man Schaden. Da wird man überfahren. Was eigentlich logisch ist. Ja, und das war alles. Also man kriegt noch nicht mal irgendwas. Deswegen ich reagiere da schon gar nicht mehr groß drauf, wenn da ein Zug kommt, weil es ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie sinnlos. So, oh, da sehe ich noch einen Popel im Boden. Komm, geh weg, Vogel. Ah! Das fehlte noch. Ach, die Schwertspitze oder Pfeilspitze haben wir schon. Komm schon, gib mir mehr. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ah, ein bisschen Kupfer. Warte, du kommst direkt mit. Auf nach Hause. Trippel, trippel, trippel. Schon wieder ein Vogel. Eine Skeletthand. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Yeah. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich freue mich. Aber wir schauen jetzt nochmal bei diesem Mittelgang kurz nach. Weil, ah ja, genau, weil da können nämlich auch noch ein paar Sachen liegen. Die interessant sind. Oh, ein Löffel. Ach, den haben wir schon. Schade. Und da oben sehe ich aber noch eine Krokus. Sehr gut. Da kann ich wieder 2 Samenpäckchen machen. Das gibt wieder 20 Stück. Läuft. So, dann sammeln wir jetzt erstmal hier das Zeug auf. Immer noch nicht. Ach ja, genau, die Kohle fehlt jetzt wieder. Boah. So, die Skeletthand. Die tun wir weg. In Sicherheit bringen. Nee, das kommt hier nicht hin. Das kommt hier auch nicht hin. Oh Gott. Bin ich doof. Das kommt hier hin. Das. Das. Und das. Das. Und das. Und der Rest
Da brauche ich jetzt noch eins und eins und eins. So, sehr gut. Ohrwoll. Lalalala. So. Jetzt mache ich aber das. Nummer zwei. Fünf. Ah, hat gerade gepasst, ey. Wie geil ist das denn? So, und dann haben wir den letzten. Zack. Da haben wir jetzt noch Gieseln. So. Sehr gut. Na, es wird doch schon langsam. Und wenn man sich fragt, wie ich denn bitte da innen rankomme, um die Blümchen zu setzen, die ich dann für die Bienenstöcke brauche. Ah ja, mein Gott, ne, ich hau halt einfach mal so ein Ding um, setz das. Pflanze die Blümchen und setze das wieder hin und dann der Sprinkler macht ja den Rest. Von daher, da brauche ich mir da nicht sonderlich große Sorgen drum machen. Der Sprinkler macht dann den Rest. Und da muss ich das eigentlich nur, ja, zweimal im Monat muss ich da so ein Ding weghacken. Nämlich am ersten, wenn ich sähe und dann am letzten eventuell, wenn ich es nicht wieder vergesse und dann den Rest ernten möchte. So, und jetzt huschen wir erstmal wieder ins Bett. Ui, haben wir heute viel verdient, hä? Voll viel. Voll viel. Und schon wieder Post. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du dran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald. Ja, jetzt gibt's eine neue Angelroute. Jetzt, wo wir Stufe 2, glaube ich, erreicht haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, heute ist das Angelfest. Deswegen haben wir heute auch einen wunderschönen Wintertag, weil eben heute das Angelfest ist und es da nicht schneien darf. Wäre ja scheiße. So. So schnell kann man angeln. Ups. Ja, angeln? Gießen meine ich. Wer will denn schon angeln? Ich. Ja, du. Du willst angeln, aber ich nicht. So, wir halten wie immer Ausschau nach besonderen Bodengaben und kieken dann mal schnell nach unserem Geflügel. Guten Tag. Oh, schon wieder ein großes Ei. Ja, komm, geh weg. So, jetzt packen wir mal das große Ei rein. Habe ich jetzt eigentlich alle gestreichelt? Ja. Ah. Entschuldigung, das habe ich vergessen die ganze Zeit. Oh, oh doch, die Bäumchen wachsen tatsächlich auch im Winter.
cool. Ich habe gedacht, die Bäumchen wachsen wirklich nur im Frühling, nur in den Jahreszeiten, in den normalen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da nämlich das letzte Mal nicht drauf ge Ja, die Veranstaltung wird vorbereitet. Ich habe da nämlich das letzte Mal nicht groß drauf geachtet. Aber ich finde es gut, dass diese Bäume dann auch im Winter groß werden. Weil ich dachte, gut, sie wachsen wahrscheinlich nicht, weil das ja Normalität ist, dass halt in diesem Spiel im Winter keine Pflanzen wachsen. So, das Fest hat begonnen. Ach, wir haben übrigens hier auch Entenmayo. Ja, die kommt raus, wenn man halt Entenmayonnaise eingibt. So, und jetzt gehen wir feiern. Hallo, liebe Leute. Ich mache heute beim Eisfaschen, Eisfaschen, beim Eisfischen mit. Warum nicht? Eis, ein wunderschönes Material für Skulpturen, aber so vergänglich. Tut mir leid, aber diese Eiszinnen verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, nicht? Ja, vor allem, wenn keine Bäume da sind. Wie läuft der Winter für dich bisher, Sira? Wir haben ja alles abgeholzt. Wenn es nach mir ginge, hätten wir stattdessen eher eine Pizzafest in der Kneipe. Meine Frau zieht mich für das hier in die Kälte. Hab ich dir je erzählt, wie George und ich uns das erste Mal getroffen haben? Er hat mich tatsächlich mit einem Schneeball in diesem Fest hier abgeworfen. Der Schlingel. Er war damals ein Gentleman und hat sich sofort um mich gesorgt. Ja, und heute hat er an allem was auszusetzen. Ich bin nicht sonderlich kreativ, was Schneemänner anbetrifft. Der Schnee ist so kalt, dass ich meine Finger nicht mehr fühlen kann. Was hältst du von meinem Schneedingens? Was für eine Art Schneemann sollen wir machen? Einen klassischen Karottennase-Zylinderschal. Etwas Abgefahrenes. Eisantennen, Kiefernzapfen für Augen. Schneemänner sind langweilig. Lass die Fantasie spielen. Ja, aber ist normale. Manchmal sind die Klassiker einfach ungeschlagen, nicht? Ich will ihm meine Karottennase verpassen. Wow, dieser Schneemann muss echt überarbeitet werden. Von wem ist er? Emily hilft mir ganz ohne anders. Bedeutet das etwas? Bleib doch da. Dieses Mal gewinne ich beim Eisfischen. Ja, wahrscheinlich freut sie sich auf ihre Flasche Bier. Schneemänner sind okay, denke ich. Aber ich freue mich hauptsächlich auf den Frühling. Winter ist nicht nur schlecht. Im Schnee zu spielen kann lustig sein. Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Ja, vielleicht. Hey, Sira, bereit für das Eisfischen? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, und ich werde dich schlagen. Um ehrlich zu sein, nein, ich bin schlecht im Angeln. Das will ich hören. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten. Also zieh dich warm an, sagte der Dorfarzt. Tut mir leid, dass es kein Essen gibt. Ach, wir können auch ein bisschen Eis lutschen, so ist das nicht. Mir tun all die armen, frierenden Tiere da draußen leid. Ach Quatsch, die sind das gewohnt. Die Tiere haben nicht ohne Grund Fell und Pelz und so. Ach, guck mal, wusste ich doch, dass der hier irgendwo sein muss. Hallo! Iglu bauen ist eine Kunst, die ich von Bewohnern der Tundra hinter der gefrorenen See gelernt habe. Das war vor vielen Jahren. Ein Iglu ist ein nettes Zuhause, aber es ist einfacher, das ganze Jahr in meinem Zelt zu bleiben. Dass der immer so abseits steht, och Mann! Hey, komm ich an den ran? Ach, das ist ja doof. Ich komme ja gar nicht dahin. Hier ist auch alles zu. Da ist auch nichts. Ach komm, wir gehen jetzt mal angeln. Aber geht leider nicht. Man kann leider Gottes nichts benutzen. Da, 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 da. So. Ach nee, warte, die fehlen ja auch noch, ne? Ich habe einen riesigen Fisch da unten gesehen. Hey, Sira, machst du beim Eisfischen mit?
Kalt? Nee, mir wird nie kalt. So. Willkommen zum Fest des Eises. Das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lass es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Bist du bereit für das Eisfischen? Bin ich. Entschuldigung. Okay, alle zusammen. Lasst uns diesjährige Eisfischen beginnen. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Los! Ja, komm, dann lauf mal, Mädel. Die Aufgabe ist klar und wir sollten das, vorausgesetzt wir fangen auch mal was, wir sollten das eigentlich schaffen, weil ich habe das in anderen Spielständen auch schon locker mit diesem hiesigen Angelskill geschafft. Vorausgesetzt, es kommen natürlich keine hyperseltenen Fische. Boah, willst du mich verarschen? Hör auf! Klar, dass ich jetzt mal wieder diese mega seltenen Viecher an die Angel kriege, ey. Ich habe dafür keine Zeit. Ich hätte ganz gerne nur die Barsche oder irgendwas. Ja, das sieht doch schon besser aus. Manchmal ist es sogar besser bei solchen Festen, wenn man noch keinen großen Angelskill hat, so einen selteneren Fisch wie diesen Chub auf Englisch. Ich glaube, das war irgendein Barsch oder ein Lachs oder irgendwas. Wenn man die einfach fallen lässt, bevor dass man halt ewig an diesem Ding dranhängt halt, ne? Boah. Ja, weißt du was? Komm, hier. So als Beispiel jetzt hier, ne? Weil es hilft einfach nichts, wenn du irgendwie 3 Stunden an diesem einen scheiß Fisch dranhängst. Und, ach komm schon, ist das jetzt dein Ernst? Hör auf, mir diesen ganzen Müll zu geben. Weißt du, die fangen hier alle fleißig ihre Fische und ich komme nicht dran, weil ich ständig entweder Müll angel oder irgend so einen seltenen Fisch, der wo nichts taugt. Auch nicht schon wieder so einer. Mann. Hoffentlich hat das noch gereicht, ey. Blöder Müll dazwischen drinne. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Dieser Geruch. Dazu muss ich sagen, frischer Fisch stinkt einfach nicht. Das ist völliger Quatsch. Frischer Fisch riecht nach Meer. Und Meer stinkt nicht. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Sira mit 5 großen schleimigen Fischen. Yay! Es hat noch gereicht. Hier ist ein Preis. Viel Spaß! Eine schöne Mütze und ein paar Köder, die wir aber noch nicht benutzen können. Damit ist das Fest des Eises dieses Jahr beendet. Danke für eure Teilnahme. Lasst uns jetzt noch diese armen Fische freilassen. Ja, Mann, schmeiß die stinkenden Fische wieder rein. Alter, dieser Geruch. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Nun dann mal ab nach Hause. Frische Fische stinken nicht. Frische Fische riechen nach Meer. Nach Salzwasser und nach Meer. Aber niemals stinken die. Fisch stinkt nur, wenn er gammelt. Wenn er nicht mehr frisch ist. Dann stinkt Fisch. Und entweder, guck mal, eine wunderschöne Kapitänsmütze. Und entweder die Fische waren nicht mehr frisch, wodurch sie natürlich stinken.
Oder die Programmierer haben schlichtweg keine Ahnung von Fisch. Naja, egal was es ist, wir gehen jetzt schlafen direkt. Oh, oh, 375 für die Entenmayo. Sehr gut. Gib wieder ein bisschen Geld. Und wir machen jetzt für heute auch mal Schluss. Wir sind schon wieder 5 Minuten über der Zeit. Also dann, bis zur nächsten Folge, ne? Ciao!